Heute erzähle ich euch von der Demo in Leipzig. Und zwar zum einen über die Gewalt, die es in Leipzig gab, die aber gar nicht von den Querdenkern ausging, sondern von der Antifa. Auch ich bin angegriffen worden, also ich habe da gefilmt, weil ich eigentlich darüber berichten wollte, sind die Abstände wirklich nicht eingehalten, wie das immer behauptet wird. Ich bin überall mitten durchgegangen. Aber während ich das da gemacht habe, ich hatte halt einen Stick, den ich so in der Hand hatte, wo ich teilweise auch mal da drüber bin. Da kam ich zu einer Blockade von der Polizei, habe auch ganz nett mit denen geredet und hab das, sie haben mir gesagt, geht nicht durch wegen Gegendemonstration, habe das dann halt hochgehalten und dann kam da jemand angesprungen und schlägt mir das iPhone auf den Boden. Das ist dann hingeknallt, die Aufnahme war beendet, deswegen kann ich euch das nicht zeigen, dieses nette Gespräch, was ich ja vorher mit dem Polizisten da hatte. Ja, diese Aufnahme ist halt nicht da, aber ich habe eine Menge andere Aufnahmen von der Antifa, die ich euch zeigen kann. Und was ja auch noch ganz interessant ist, wie die Antifa finanziert wird, da verlinke ich euch in der Videobeschreibung einen Artikel zu, dass nämlich der Staat das bezahlt. Das ist ja schon der nackte Wahnsinn. Der Staat bezahlt die Linksterroristen, die Antifa, die gewaltbereiten, dafür, dass sie gewaltbereit sind. Oder rumbrüllen, ihr seid nicht der Widerstand, einem den Stinkefinger zeigen, das will ich jetzt hier nicht wiederholen. Ihr seid nicht der Widerstand, wir müssen mit uns selber Und dann kommt es zu Gefechten mit der Polizei und die wird ja auch vom Staat bezahlt. Könnte man es nicht einfach so machen, man bezahlt die Antifa nicht und spart dann das Geld, unser Steuergeld, dann nimmt man, ich will nicht immer die berühmte Oma, die Pfandflaschen sammeln muss, zitieren, aber ich habe auch meine Erfahrungen mit Hartz IV und wie die einem versuchen, das rechtswidrig zu verweigern, wenn man sich vor Gericht durchsetzen muss und die Hälfte der Fälle gewinnen. Also dafür ist kein Geld da, aber die Antifa kriegt 35 € die Stunde und Sonnenfeiertagszuschlag. Und wenn es dann kein Sonnenfeiertagszuschlag ist, für besondere Einsätze auch noch 10 €. Wo ich mich frage, sind das die besonderen Einsätze, jemandem das Handy aus der Hand zu schlagen? Also ich stelle euch das einfach mal hier so hin, könnt ihr das nachlesen. Ich kenne nämlich jemanden, der ist bei der Antifa. Die Identität gebe ich natürlich nicht bekannt. Also man hat eben auch so teilweise Sachen erlebt, auch in Köln zum Beispiel, dass die von der Antifa Einzelne halt da rausgegangen sind zu den Querdenkern und haben gesagt, eigentlich will ich das gar nicht machen. Ich mache das nur, weil ich das Geld brauche. Ne? Also könnte man ganz leicht lösen, dieses Problem, dass dann auch Polizisten verletzt werden. Wir Querdenker sind denen mit Friede begegnet. Was ich euch im Hintergrund laufen lasse, ist jetzt nicht von der Querdenker-Demo selbst dieser kleine Ausschnitt, sondern das ist halt am Tag danach gewesen. Aber es zeigt halt ganz, ganz deutlich, dass wir diejenigen sind, die Umarmungen anbieten. Alles Liebe für dich und auch einen schönen Tag. Geh in dein Herz und werde wieder Mensch. Bleib doch selbst zu Hause. Ihr bleibt doch auch zu Hause. Bleib zu Hause. Bleib zu Hause. Ja, halt nur Abstand. Hallo! Hallo Judy, du kannst dich auch verpissen, ne? Komm von nach Hause! Was bist du denn so aggressiv? Es ist dir scheißegal! Da gibt es dann eine andere Sache.
Und zwar egal, welche Zeitung man aufschlägt heutzutage. Wir sind Verschwörungstheoretikerinnen, Theoretiker, wir sind Corona-Leugner und jetzt Nazis sind wir sowieso. Wenn man die Antifa übrigens fragt, ja, was ist denn eigentlich ein Nazi, hat auch jemand gemacht, dann kommen dann so Antworten, ja, ne? Also die wissen überhaupt nicht, um was es eigentlich geht, die arbeiten quasi im Auftrag. Aber hier jemand, der eigentlich nicht im Auftrag ist, ich habe hier eine kleine, ja, ist nur eine Dorfzeitung. Und da wird wieder gesagt, ja, die Versammlungsfreiheit, die muss ja gewährleistet sein. Und das ist ja auch richtig wegen Grundgesetz. Ja, wenn das Grundgesetz auch zum Beispiel die Berufsfreiheit gewährleistet wäre, müssten wir gar nicht demonstrieren. Ich habe auch Besseres zu tun am Wochenende und würde auch gerne am Wochenende ausreiten. Dann macht das ja nicht zum Spaß, ne? Dann eben das, wenn sich dann taugesunde Demonstranten nach der Aussage der Organisatoren über 1 Million ohne Masken und ohne Abstand versammeln, dürften nach aktuellen Erkenntnissen auch das Infektionsrisiko steigen. Also die Studien, die ich gelesen habe, sagen was anderes, aber egal. Jetzt kommt auf einmal das Recht auf körperliche Unversehrtheit und da gilt natürlich Selbstschutz vor Fremdschutz. Und die körperliche Unversehrtheit bedeutet in dem Sinne ja nicht, dass man niemals am Lebensende sterben darf. Irgendwann stirbt man halt. Das Leben ist endlich. Das ist ein bisschen merkwürdig, ne? Durch diese Maske sagen halt, sag ich mal, die Demonstranten, ich darf das ja nicht sagen, weil ich bin ja auf YouTube, ne? Es gibt halt Demonstranten, die sich auf Studien berufen, die sagen, dass durch Masken die eigene körperliche Unversehrtheit beeinträchtigt ist. Und es gibt Richter, die sagen, wenn die eigene körperliche Unversehrtheit dadurch beeinträchtigt ist, dann muss man eine Maske nicht tragen. Aber das bleibt hier nicht drin. Worauf ich hinaus will, ist aber das Ende dieses, wo es dann hinkommt. Ne? Jetzt geht es auch schon, die Einsicht der Corona-Leugner, das ist so ein Wording, als wären wir so Holocaust-Leugner. Ein Leugner ist ja jemand, der Fakten leugnet. Und das tun wir ja eben nicht. Wir sammeln ja Fakten, wir sammeln ja Studien. Na, die Fakten werden ja von der anderen Seite geleugnet. Naja, jetzt den letzten Absatz, den muss ich euch einfach mal vorlesen. Für die eigenen Rechte und Meinungen zu demonstrieren ist völlig legal. Wer dabei aber mit QAnon-Verschwörungsanhängern, Reichsbürgern, linken Extremisten und braunem Nazi-Pack gemeinsame Sache macht, setzt nicht nur die eigene Glaubwürdigkeit aufs Spiel, sondern bietet auch diesen äußerst fragwürdigen Gruppierungen eine willkommene Plattform. Und das war eigentlich das Ziel meiner Aufnahmen in Leipzig, zu zeigen, was für Leute sind eigentlich auf diesen Demos. Und wie will man erkennen, ob da irgendein QAnon-Anhänger ist? Und wenn da irgendein QAnon-Anhänger wäre, den ich jetzt in Leipzig überhaupt nicht gesehen habe, ich wüsste jetzt auch nicht in Berlin, dann hat der natürlich auch ein Recht zu demonstrieren. Was jetzt die linken und rechten Extremisten betrifft, vor jeder Veranstaltung der Querdenker wird gesagt, dass man sich davon distanziert. Von Reichsbürgern auch. Man bittet immer, dass die ihre Flaggen nicht mitnehmen wollen. Aber grundsätzlich sind auch die vom Grundgesetz natürlich geschützt und dürfen sich jedweder Demonstration anschließen. Gemeinsame Sache macht man mit denen noch lange nicht, weil man das ja nicht mit denen zusammen plant. Die Querdenker planen das für sich. Attila Hildmann zum Beispiel hat die jetzt total kritisiert. Und kritisiert werden die ja vor allem wegen dieser Gewaltlosigkeit. Und weil er unbegrenzt ist, dieser Frieden, ist dieser Frieden in dir und du bist in diesem Frieden. Fühle den Frieden in dir und fühle, dass du in diesem unendlichen Frieden bist. Und dann atme nochmal tief ein und aus und öffne wieder deine Augen.
Ich lade dich ein. Lasst uns aus dieser inneren Güte und aus diesem inneren Frieden heraus denken und handeln und eine wahrlich menschliche Gesellschaft erschaffen. Hier und jetzt. Ich danke euch. Aber es gibt Gruppierungen, die halt sagen, das bringt doch alles überhaupt nichts. Diese immer nur hier, da muss man meditieren. Es muss natürlich niemand meditieren, der das nicht möchte. Aber es muss ja mal möglich sein, auch mal 10 Sekunden leise zu sein, weil vielleicht andere meditieren wollen. Und es muss ja auch nicht jeder zu den Querdenken-Demos hingehen, der das nicht möchte. Kann ja seine eigene Demo beantragen. Gut, aber das ist die Kritik, die auch von der einen Seite kommt, die Kritik an den Querdenkern. Bei euch gibt es gar keine Gewalt, ihr macht ja nur Frieden, singen, malen, klatschen mäßig so. Und das bringt ja alles überhaupt nichts. Ne? Und die Querdenker, die sagen, gut, dann geht ihr halt nicht zu uns hin, macht eure eigene Demo, aber sie bleiben friedlich. Sie distanzieren sich von Rechts- und Linksextremisten. Dann werden die Linksextremisten aber in diese Demo quasi reingesetzt. Das wird euch in einem späteren Ausschnitt, den ich hier dranhänge, der Ralf Ludwig erklären, der wo sonntags nochmal eine Demo war, was ich gerade hier erwähnte. Kurz gesagt, Leipzig hat den Aufbau verhindert. Der Querdenkenanwalt musste durch 3 Instanzen, hat vom Bundesverfassungsgericht Recht gekriegt, dass man da demonstrieren darf, wo man das auch will. Das hat ja auch was ganz Geschichtliches in Leipzig, auf diesem Ring wandern zu dürfen. Das ist ja auch der Grund, warum es da angemeldet wurde. Und das dann zur Messe zu verlegen, um diesen geschichtlichen, historischen Gleichklang daraus zu kriegen, ist ja ein Eingriff wieder mal in dieses Demonstrationsrecht. Okay, er hat Recht gekriegt und dann haben die Antifa in die Querdenker-Demos reingelassen, haben denen da auch Veranstaltungsorte gegeben, die der auch Platz wegnehmen, die dazu führen, dass die Polizei Blockaden aufbauen musste. Halt, ich tue euch unten in die Videobeschreibung ein Video, wo dieser Pfarrer Christoph Wonneberg, glaube ich, heißt der eben der Initiator der Friedens Demonstrationen in Leipzig auch war und das organisiert hat damals, der hat ja da auch gesprochen und der ist ja auch gewarnt worden, das sind Nazis, das ist Verleumdung. Das wird einfach nur behauptet, dass da Nazis sind. Es ist das genaue Gegenteil da, nämlich die, die sich für Demokratie und Freiheit einsetzen. Aber ja, irgendwer scheint da diffamieren zu wollen. Naja. Und dann haben die Platz weggenommen, haben provoziert, die Polizei musste Absperrungen machen, das Gelände wird dadurch kleiner. Ich war hier stehen. Und das ist doch, ich bin journalistisch hier, ne? Wenn das die Veranstaltung der Querdenker ist, darf die Antifa da mit rumstehen, mittendrin? Können wir ihnen jetzt selber keine Auskunft geben, weiß ich selber nicht. Ach so. Ist ja doof, dann klauen die auch noch Platz. Es ist dann nur Pressestelle. Ja, und die haben sich bemüht, immer wieder gesagt, haltet Abstände. Und das seht ihr eben auch in dem Video von Christoph Wonneberg, wenn das zu Ende anguckt. Ja, also die Hälfte der Redezeit geht dabei drauf, dass immer wieder auf Abstände und auf Masken hingewiesen ist, es sei denn, Leute haben einen Attest. Ne, wie ich das gerade mit der körperlichen Unversehrtheit ja versucht habe zu erklären. Ja, und dann bin ich da ja durchgegangen und man sieht, vielleicht ist es nicht immer ganz der 1,50 Meter, aber man sieht doch, wenn man da durchgeht, überall sind Lücken, wo Leute durchgehen können und wo dann ja auch Abstände sind. Dass das begrenzt ist, liegt einfach an der Begrenzung des Veranstaltungsortes. Das war in Berlin ganz genauso. Da hat die Polizei uns an der Friedrichstraße eingekesselt. Man kam weder rein noch raus, weil man verpflichtet sich ja auch dann das Demogelände nicht zu verlassen, wenn man Teilnehmer einer Demo ist. Und dann schaffen sie diesen Zustand und dann wird die Demo aufgelöst, weil sie diesen Zustand geschaffen haben. Genau, das ist ja jetzt in Leipzig wieder passiert. Aber in Leipzig hat es einen durchschlagenden Erfolg gegeben, den die Querdenker und allein die Querdenker zu verbuchen haben, weil sie friedlich sind. Allen Unkenrufen zum Trotz. Und da zähle ich mich zu. Auch hier mit der, mal gucken, ob ihr das seht, Partei Wir 2020. Es geht um Demokratie, es geht um Freiheit, es geht um Selbstbestimmung und wir sagen alle, Fremdenfeindlichkeit hat bei uns keinen Platz. Also, ne? Und dann sieht man ja auch, wir haben ja auch in alle Hautfarben vertreten. Lass uns mal ein schönes Zeichen setzen in die Welt.
Es ist unglaublich, wie welche Bilder ich hier sehen darf und wie es auch ist. Wir stehen für Frieden und Freiheit. Es geht hier nicht um Politik, es geht nicht um Farben, es geht einfach wieder um ein friedliches, freies Leben. Ich sag Frieden, ihr sagt Freiheit mit den Händen. Frieden! Freiheit! Frieden! Freiheit! Frieden! Freiheit! Danke! Yes! Und lasst euch nicht einreden, dass wir wenige sind. Ihr seht, dass wir nicht wenige sind. Lasst euch nicht einreden, dass wir Spinner seien. Denn wir haben heute Ärzte hier, wir haben Psychologen hier, wir haben Anwälte hier, wir haben Rechtsvertreter hier, wir haben Journalisten hier. Wir sind die Mitte der Gesellschaft und wir wollen, dass dieser Irrsinn endet. Dankeschön. Das hast du wunderschön gesagt. Ich möchte natürlich auch Danke sagen an die Polizei. Es gibt immer ein paar Menschen, die vielleicht nicht mit allem so einverstanden sind mit dem, was wir hier tun, obwohl wir für Liebe stehen, für Power und für Frieden. Und was hier super klappt, die Polizei, die spielt hier mit. Und ich möchte auch mit Kindes, er wird auch noch was dazu sagen, ein großes Dankeschön sagen, dass wir hier die Versammlungsfläche, dass wir geschützt sind und dass es hoffentlich friedlich bleibt. Deswegen auch für die Polizei, was nicht immer ein leichter Job ist, bitte, bitte, bitte einen Riesenapplaus für die Polizei hier aus Leipzig. Guter Erfolg. Es war ja dann so, dass trotz dieser ganzen Bemühungen die Demo erst etwa 3 Stunden nach Beginn, die hat ja eigentlich auch schon vor 13 Uhr begonnen, als wir um 12 Uhr ankamen, waren schon jede Menge Leute da und das Programm mit diesem, ich weiß nicht, wie nennt man das, Buddhisten oder dem Mönch, dem was wir hatten, das war ja vor dem eigentlichen Beginn, also hat es mindestens 3 Stunden Demo gegeben. Und die Polizei hat erst ganz, ganz spät aufgelöst und sie hat nicht gewaltsam aufgelöst. Und da war ja noch dieser Marsch. Und wir sind ja da rumgegangen und sind in jede Straße rein, die ja immer angekündigt wurde in diesem Video, in der Videobeschreibung, wo man sich zurückziehen sollte, um den Platz zu erweitern. Und haben geguckt, machen die das auch, haben sie gemacht. Seht ihr ja auch hier hinten in diesen Videos. Und dann der letzte ging dann Richtung Marktplatz, wo am Vortag auch schon eine Demo stattgefunden hatte, wo ich euch im Hundekanal dann auch so ein paar Impressionen zeige. Auch hier, was ich hier jetzt nicht reinkriege, es gab so eine Rede von dem Erich Honecker als Parodie auf der Demo. Und das werdet ihr dann auch am Sonntag im Hundekanal sehen. Oder eben auf BitChute, da habe ich jetzt auch einen Kanal, wo ich dann eben diese Videos auch hochlade, weil YouTube ja immer mehr zensiert. Ja gut. Es waren dann eben noch welche, also wir waren unterwegs und dann kamen welche vorbei. Wir haben dann auch dieses, haben wir ganz, ganz viele Demonstrationen gegeben in Leipzig. Auch Eltern stehen auf. Die psychisch total am Ende sind. Ich kann es auch selbst aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich war die letzte Woche total niedergeschlagen, hatte gar keinen Lebensmut mehr, obwohl ich immer in Liebe bin und in Zuversicht. Aber inzwischen reicht es mir wirklich echt und ich habe keinen Bock mehr, in dieser Diktatur zu leben. Verdammt doch mal! Deswegen, Leute, sprecht jeden Tag 2 oder 2 bis 5 Leute an und inspiriert sie, verteilt Flyer. Es muss aufhören! Wir sind keine Nazis, wir sind das... Wir hatten ja eine eigene Bühne, also dann nur die zu zählen, die auf dem Augustusplatz sind, ist ja auch wieder unseriös, ne? Naja, und da sind wir ja vorbeigegangen und dann ist gesagt worden, geht auf den Ring, da findet jetzt der Marsch statt. Wir haben überhaupt nichts von der Auflösung dann mitgekriegt und hatten eben auf Toilette gewesen, haben dann uns kurz hingesetzt, was getrunken, was gegessen, so, ne? So kam das dann eben auch, dass wir, sag ich mal, den entscheidenden Moment nicht mitgekriegt haben. Jetzt wussten wir nicht so genau, wo ist denn eigentlich der Ring? Dann kamen erst da so Trommler vorbei und dann... Dann gesagt, na, es ist zu wenig, um denen jetzt zu folgen.
Und dann haben wir uns versucht rumzufragen, wo ist denn dieser Ring jetzt eigentlich? Und dann kam da ein Zug mit Menschen. Hinterher haben wir erfahren, dass es da diese Polizeisperre gab. Und die sind dann vor der Sperre in den Park entlang auf nicht den Ring, sondern auf die Parallelstraße. Und über diese Parallelstraße sind wir dann auch teilweise zum Ring gekommen, sind ein Stück über den Ring gelaufen, dann wieder mitten durch die Stadt durch mit diesen und das, glaube ich, auch zweimal. Ich habe natürlich jetzt nicht ununterbrochen gefilmt, weil ich halt denke, es gibt viele Livestreams dazu, die sind mehrere Stunden lang. Die solltet ihr euch angucken. Ganz, ganz wichtig. Aber die haben, find ich so, die sind total wichtig, aber manche Dinge zeigen sie eben nicht. Zum Beispiel so, es gibt diverse Luftaufnahmen, da sieht man aber gar nicht, was für Leute das sind. Deswegen wollte ich mal mitten reingehen und die Leute halt, was sagt den Leuten, die das behaupten, dass das QAnon ist, dass das Nazi ist? Das ist doch einfach nur aus der Luft gegriffen, eine reine Behauptung. Weil es geht ja keiner daher und sagt, ich bin Nazi, ne? weil ja auch keiner Nazi da ist. Wir sind die Mitte der Gesellschaft und der Parallelwelt. Ja, und in dieser Zeit, wo wir dann da rumgerannt sind, muss die viel größere Gruppe von Menschen hat vor der Polizei gestanden, die zum Bahnhof hin abgesperrt haben, mit mehreren Wagen. Ich tue euch da, weil ich ja nicht da war, zwischendrin auch mal kurze Videos rein, die ich selbst auf Telegram gefunden habe. Sofern mir die Quelle bekannt ist, blende ich das auch ein. Manchmal ist es halt auch nicht. Ich habe da bei Friederike Pfeiffer de Buhlen oder bei dem Kanal Alles Außer Mainstream von Bodo Schiffmann da halt auch kleine Videos gefunden. Ich habe keine eigenen, finde es aber sehr wichtig, zum einen zu zeigen, dass es passiert ist und zum anderen zu zeigen, dass man auf diesen Bildern, was auch die in diesen Livestreams halt haben, vielleicht gar nicht so sieht, dass die Abstände eingehalten werden. Also in den Luftaufnahmen sieht man es nicht, in den Livestreams schon, Entschuldigung. Das eben nicht sehen kann. Das wollte ich mal aufzeigen. Ja, und die haben eine Stunde voreinander gestanden und so gesehen, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen hat sich keiner gerührt. Weder die Polizei noch die Demonstranten. Und das ging dann halt eine ganze Stunde. Da hat vielleicht auch jemand mal gesagt, wir sind viele, ihr seid wenige. Aber Gewalt ist ja was anderes. Es ist ja nicht irgendein Spruch. Aus irgendeinem Grund ist dann auf einmal ein Polizeiauto rückwärts gefahren. Die haben die durchgelassen. Ich tue euch die jeweiligen Videos in die Infobox rein oder hinten in den Abspann und bitte euch, guckt das und bitte teilt auch mein Video. Es ist immer so viel Arbeit, das journalistisch zu begleiten. Und ich versuche halt auch ein bisschen was anders zu machen, kürzer zum Beispiel. Und dann gucken das manchmal nur ein paar tausend Leute. Das finde ich immer sehr frustrierend. Wäre toll, wenn ihr das teilen könntet in eurem Bekanntenkreis. Wir wollen ja unsere Freiheit zurück und wir wollen ja Öffentlichkeit schaffen. Das ist der einzige Weg. Wir müssen Öffentlichkeit schaffen, damit wir so viele sind, dass diese Diktatur keine Unterstützung in der Bevölkerung mehr hat. Und das ist das Ende jeder Diktatur, wenn da die überwiegende Mehrheit gegen ist. Das müssen wir erreichen. Und da sind die Querdenker genau richtig. Naja, und dann haben die halt wohl ihre Helme abgenommen und haben die Demonstranten da durchgelassen. Und dann sind die beiden Züge zusammengetroffen. Dann haben wir die da gesehen, wie die da rauskamen. Und dann sind wir gemeinsam den großen Ring einmal entlang und beim zweiten Durchlauf haben sie uns dann links in die Fußgängerzone reingeleitet, die Polizei. Die wir dann immer wieder gesehen haben, genau wie Antifa. Und im Grunde haben wir die Polizei immer nur da gesehen, wo auch die Antifa war. Wir haben die nirgendwo, also vor uns haben die keine Angst. Das hat auch der Ralf Ludwig gesagt. Als die Menge da vor den Polizisten stand, die hatten keine Angst. Das hätte alles gestern wunderbar geklappt, wenn man uns daran nicht gehindert hätte. Denn das ist logisch, das ist ja das Gleiche, was jetzt hier passiert. Je leiser unsere Boxen sind, desto dichter kommt ihr dran. Und genau das ist gestern auch passiert. Das heißt, die Stadtverwaltung Leipzig, das Ordnungsamt Leipzig hat bewusst dafür gesorgt, dass diese Versammlung nicht ordnungsgemäß stattfinden kann, hat dafür gesorgt, dass sie eine Voraussetzung hat, sie aufzulösen, um dann zu sagen, weil diese Idioten sich nicht daran halten müssen, wir auflösen. Und dann wird halt gesagt, verantwortlich dafür werden die Richter am Oberverwaltungsgericht, die einfach nur gesagt haben, wer am Augustusplatz demonstrieren will, der darf auch am Augustusplatz demonstrieren. Mehr haben die nicht gesagt. Und alles andere hat die Stadt Leipzig zu verantworten. Und dann lese ich
verschiedene Medien, zum Beispiel den Tagesspiegel, da steht dann groß drin, Gewalt in Leipzig, Pyrotechnik, Rauchbomben und so weiter. Das steht als Überschrift. Bei der Querdenker-Demo Pyrotechnik und Gewalt. Und wenn man dann den Artikel durchliest, dann steht da drin, die Querdenker-Demo war total friedlich, die sind um den Ring marschiert, Gewalt und Ausschreitungen und Pyrotechnik hat es in Konnewitz gegeben. Ich meine, was wir erstmal positiv sehen müssen, diese Bewegung ist verantwortlich für die rechten Reichsbürger in Berlin und für die linken Antifas in Leipzig. Das heißt, wir können erstmal sagen, unsere Bewegung geht von links nach rechts, sie bildet die komplette gesellschaftliche Schicht dieses Landes. Noch nicht ganz verstanden haben, aber wir werden das möglicherweise mal als Forschungsauftrag weitergeben, wie wir das immer schaffen, dass diese Dinge immer mehrere Kilometer von uns entfernt passieren und wir aber trotzdem dafür verantwortlich sind. Ich persönlich habe den gestrigen Abend sehr genossen. Für mich war das so ein bisschen wie Karneval in Rio. Es war so eine gute Stimmung, auch die Musik, die Trommler, die ganz. Also es war so eine Partystimmung. Ich meine, der Tagesspiegel hat sich auch. Der Tagesspiegel hat sich auch schon beschwert, dass die Polizisten, an denen wir vorbeigegangen sind, offensichtlich so gemacht haben sollen. Auch die Polizisten und Polizistinnen sind Bürger dieses Landes. Und was ich total spannend fand, ich war ja vorne am Hauptbahnhof in der ersten Reihe. Ich stand da, da stand eine Reihe Polizisten und Polizistinnen aus Mecklenburg-Vorpommern und die hatten keine Angst. Da standen Tausende von Menschen ihnen gegenüber, die standen in einer Reihe und sie hatten keine Angst. Und das ist etwas sehr Bezeichnendes. Die Polizei hat keine Angst vor uns. Die wissen, wer wir sind. Die wissen, dass wir friedlich sind und dass wir dem nichts tun. Die haben dann halt irgendwann Platz gemacht und sind zur Seite gegangen. Aber man kann eine bürgerliche Bewegung nicht aufhalten. Ich meine, was wollen Sie denn jetzt noch tun? Die einzige Chance, die es im Prinzip noch gibt, ist die Bundestagswahl zu verschieben. Weil wenn Sie das nicht machen, werden Sie spätestens dort Ihre Quittung kriegen. Und im Nachgang ist eben auch gesagt worden, dass Sie den Infektionsschutz nicht mit Gewalt herstellen wollen vom Polizeipräsidenten. Dass das nicht die Aufgabe der Polizei ist. Das muss anders gehen. Die weigern sich jetzt also, Polizei anzuwenden. Und ich finde einfach, alle Kritiker der Querdenker, die sagen, die erreichen noch nicht, sollten das jetzt mal honorieren. Weil abgesehen von der Unterstützung der Bevölkerung, die diese Gesundheitsdiktatur ja einfach braucht, deswegen investieren die ja so viel in die Medien, deswegen werden die Medien ja in jeder Diktatur gleichgeschaltet. So begann es ja auch bei Hitler. Und dann soll man auch die Anfänge sehen. Der Hitler ist auch nicht hergegangen und hat gesagt, ich werde jetzt mal 6 Millionen Menschen umbringen. Ne, der hat erst gesagt, Arbeit für alle. Heute sagen sie Gesundheit für alle. Man muss die Warnzeichen sehen, selbst wenn man vielleicht im Irrtum wäre, was ich hier in dem konkreten Fall halt nicht denke. Halt, ne? Ich darf gewisse Dinge hier auf YouTube nicht aussprechen und werde sie nicht aussprechen, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, ohne Exekutive keine Diktatur. Wenn die nicht mehr mitmachen und das bleibt dabei, und ich kann mir das nur so erklären, dass auch unsere ganze friedlicher Einsatz, Dienstaufsichtsbeschwerden, Strafanzeigen, das öffentlich machen, wie die sich verhalten, dass das dazu geführt hat, dass immer mehr Polizisten remonstrieren. Remonstrieren bedeutet ja nicht, dass die jetzt ihren Job hinschmeißen. Remonstrieren bedeutet, man geht zum ersten Vorgesetzten, wenn der sagt, musst du trotzdem machen, geht man zum zweiten Vorgesetzten. Wenn der auch sagt, musst du trotzdem machen, muss das der Polizist schon machen. Aber wenn das ganz, ganz viele machen und sagen wir, in Österreich hat ja sogar die Polizeigewerkschaft gesagt, dass sie dafür ihren Kopf nicht mehr hinhalten wollen. Das schadet ja auch dem Ansehen der Polizei. Ja, das könnte. Ist nur eine Vermutung. Ist jetzt eine Verschwörungstheorie. Aber Verschwörungstheorie ist ja nur ein abwertender Begriff für Meinung. Ne? Alles, was man nicht beweisen kann, ist eine Meinung. Wenn es da jetzt Faktenchecker gibt, die auch dann ja vor Gericht scheitern, weil sie dann einfach sagen, für diese Meinung gibt es keinen Beweis und Hinz und Kunz hat gesagt, das stimmt nicht, das sind ja nur zwei verschiedene fachliche Meinungen, ist das Ende der Meinungsfreiheit. Faktencheck ist Zensur.
Ne? Ja gut, aber wenn die Exekutive das nicht mehr macht, dann haben sie bloß noch die Medien. Und wer weiß, wie lange die Medien das noch machen. Heute hat mich jemand aus der hiesigen Lokalzeitung angerufen wegen den Flyern, die ich verteilt habe, die nicht mehr ganz aktuell sind. Mittlerweile gibt es ja mehr als 10.000 Menschen, die mit Corona, nicht an Corona gestorben sind. Zum Teil ein paar vielleicht auch an. Ja, könnte aber auch an... Ah, darf ich wieder nicht sagen. Nee, egal. Jedenfalls haben die mich angerufen und dann habe ich denen was von Journalismus erzählt. Ne? Ich habe denen gesagt, ich möchte nicht zitiert werden, weil das so oft schon passiert ist, dass die Medien sinnentfremdend schneiden. Da habe ich auch welche gesehen, die mir verboten haben zu filmen. Und oder verboten wollten. Ja, ich habe dann auch aufgehört zu filmen, weil ich ja friedlich bin auf dieser Demo. Wir sind keine Infektionsfälle, sondern PCR-positiv getestete Menschen. Mehr nicht. Und 70% davon haben noch nicht was. Öffentliches Informationsinteresse. Ich bin gelernte Redakteurin. Was wollen Sie mir denn jetzt erzählen? Wenn es ein öffentliches Informationsinteresse gibt. Nein, das haben wir gerade mit der Polizei. Aber ich habe denen gesagt, hier Recht aufs eigene Bild, da gibt es schon wohl Ausnahmen und die Ausnahmen sind das öffentliche Informationsinteresse. Ja, aber ich habe mit dem 20 Minuten geredet und er hat mich angehört halt. Ne? Ich habe zwar vor allem über Journalismus geredet, aber auch die Fakten, die auf der anderen Seite des Flyers sind, findet ihr auf www.12uxrench.de Blog. Will ich hier auch nicht einblenden oder zeigen, weil ich will nicht, dass das Video zensiert wird. Teilt es, ihr dürft es auch gerne abfilmen, über YouTube-Converter umwandeln und einen eigenen Kanal hochladen. Würde mich sehr, sehr freuen, weil das ist mein Ziel, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und damit die Wahrheit ans Licht kommt, alle, die zweifeln, die meisten hören uns ja gar nicht an, das war ja mal das Highlight, dass dieser Journalist mich angehört hat. Wenn man denn einen hat, dann quatscht den voll. Irgendwann sagen sie, ich muss das Gespräch jetzt mal beenden, aber egal, die Zeit muss man nutzen. Wenn wir halt ganz, ganz viele Leute erreichen, dann haben wir es geschafft. Mehr müssen wir nicht erreichen. Und wir müssen es erreichen, dass, also dafür, um Menschen zu erreichen, dass man nicht blauäugig alles glaubt, was die Presse schreibt. Das war ja auch ein Ergebnis des Gesprächs. Die machen nicht nur Mist. Manchmal ordnen die auch Zahlen ein, wie Journalisten das müssen. Manchmal liefern die auch Informationen und keine Meinung, aber es wird ja immer seltener. Es ist immer nur noch ein Nischenprogramm. Eigentlich müssen die das immer machen. Immer wenn ich denke, es ist eine Nachricht. Also mein YouTube-Video ist klar erkenntlich keine Nachrichtensendung. Ne? Aber wenn Leute denken, dass das eine Nachrichtensendung ist, dann hat der Meinung nichts zu suchen. Da muss das ausgewogen sein. Position A, Position B. Ne, und da das nicht so ist und die Medien jetzt Position A haben, ist es, habe ich dem auch erklärt, vollkommen legitim, dass ich Position B vertrete, um unterm Strich eine Ausgewogenheit zu kriegen. So haben wir das im Studium gelernt und in der Redakteursausbildung. Ja, und wenn man da Leute darüber aufgeklärt kriegt, nehmt euch zum Beispiel den Pressekodex, die Ziffer zur Medizinberichterstattung und erzählt den Leuten das. Dann, denke ich mal, schaffen wir es, dass die Stimmung kippt. Und anscheinend ist die ja schon gekippt, das sieht man ja an den Polizisten. Und ja, finde ich eine tolle Sache. Und in diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abo habt, lasst mir ein Abo da. Abonniert auch meinen BitChute-Kanal, den ihr unten in der Videobeschreibung findet, mit vielen interessanten Videos und vielleicht auch etwas offeneren Worten zu manchen Themen. Und schaut auf meiner Website vorbei, www.12uxrench.de Blog. Was können wir tun, um uns dagegen zu wehren? Habe ich so ein bisschen was zusammengestellt. Und wenn ihr meinen Kanal für die ganze Arbeit, die ich mir da aus journalistischer Sicht mache, um diese Ausgewogenheit herzustellen, was viele andere natürlich auch machen, ich freue mich tatsächlich auch über eine finanzielle Unterstützung, auch wenn es nur ein Euro ist, und bedanke mich bei allen, die mich bisher auch unterstützt haben. Danke, danke, danke. Also das ist so wichtig für mich, weil vieles, vieles liegen bleibt. Das kennt ihr ja auch von anderen, die da sehr aktiv mit dem Bus durch die Lande fahren. Und davon seht ihr halt im Hundekanal übermorgen auch noch ein Video mit so ein paar Impressionen, dann mal unkommentiert. Nicht übermorgen, am Sonntag. Entschuldigung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.